Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Will Run, Need for Speed Will Run, und wir machen wieder weiter. So, dann würde ich sagen, dann tun wir mal Will Run fortsetzen. Wir sind jetzt aktuell Position 162 und ja, das kriegen wir schon hin, Leute, das kriegen wir schon hin. Und mal gucken, was uns hier so jetzt so erwartet. Ich bin gespannt und ja, ich hoffe ihr natürlich auch. Gucken, wann wir zur Etappe 4 kommen. Ist auch ein bisschen gespannt und ja. So, mal schauen. Wir haben viermal resettet. Ja gut, es geht eigentlich noch. Aber nun gut. Okay, auf geht's. Auf geht's. Mal kurz was gucken. Sorry Leute, ich muss immer noch mal gucken. Okay, los geht's. So, ein bisschen Treibplätze wieder gut machen. Kriegen wir hin, Leute. Ja. Okay, der will es natürlich wissen, Leute. So, halten natürlich. Und noch schnell überholt. Sehr gut. Ich würde sagen, wir tun mal unseren Wagen, glaube ich, mal wechseln, oder? Oder, na, egal. Das ist immer. Sehr gut, dann fahren wir halt mit dem BMW weiter. So, mal gucken, da ist er schon. 160. Okay, ganz alte BMW, wow. Wenn wir hier gerade mal kurz das Auto angucken und dann passiert sowas. Okay. Nun gut, zerstört, okay. Wir haben noch 9 Resets, okay. Gut. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Dann wir lieber auf der rechten Spur, ist glaube ich klüger als jetzt auf der Gegenfahrbahn. Da kann immer ein Auto respawnen. Man sieht echt so wenig durch den Sand. Gut, wir sind hier so eine Art Wüste. Aber nun gut. Kommen gut voran. Ich glaube, der hat gerade einen Fehler gemacht, weil er war eigentlich hinter uns. Irgendwie ist er dann hinter uns. In 5 Sekunden haben wir die 10 Sekunden schon mal geschafft. So, Mixer. Wir kommen locker flockig natürlich wieder voran. Oh, oh mein Gott. Das war knapp. Ich war gerade wirklich richtig knapp gerade. Hätte auch echt schief gehen können, aber okay. So. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Wagen war. Lotus vielleicht? Kann das sein, dass hier schon ein Lotus ist? Ich weiß es nicht, Leute. Vielleicht muss das für ein Lotus. Ja, eine Art McLaren, aber ich weiß jetzt nicht hundertprozentig. Nein! Verdammt! Mann, das war so... Mist. Das war so klar, Leute. Kurz war knapp. Nein! Ja, hoffentlich kriegen wir ihn noch. So, jetzt schaffen wir es aber. Mann, ist eigentlich total, dass er mich noch am Ende noch überholt hat. Das ist eigentlich noch tristisch, aber egal. Den Weg. Ich will hier gerne gewinnen, nicht du. Jetzt aber. Jetzt gewinnen wir, Leute. Boah, das war knapp. Na nee, gut. Nein! Oh, come on. Mann. Schau's kurz vorm Ziel und dann direkt zerstört. Hm.
So, nochmal. Die Autos sind hier echt unberechenbar. Man kann echt nie wissen, warum das nicht schlecht machen. Nochmal. Na gut. Wir schaffen jetzt, Leute. Timer resettet nur wegen blöden Unfällen. Oder auch Eigendummheit, kann man sagen. Ich hab jetzt easy gehabt, aber egal. Ich weiß noch 1 Kilometer noch. Okay, schaffen. Wo schaut ihr jetzt auf? Ja, das ist geschlossen. Sehr gut, jetzt aber geschafft. Oh mein Gott. Ich hätte es eigentlich easy gehabt, aber ich habe mich natürlich das ablenken lassen. Schon nach neuer Position bis zu Las Vegas. Sehr cool. So. Okay. Irgendwie will das gerade nicht. Ich würde gerne. Hallo? 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 Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Verdammt. Ganz bis New York. 8 Positionen gut machen. Machen wir doch. Na gut. Oh nein, und die Cops. Okay. Okay, die Cops können auch mitmachen. Klar. Wir holen jetzt 8 Positionen gut. Das heißt, Top 105 plus. Sehr gut. Na gut, 9,6 Kilometer. Wow. Na gut. Schauen wir, Leute. Oh, wenigstens greifen wir mal auch die Jungs mal an. Nicht immer nur ich. Oh ja, er hat ein Problem. Okay, gut. Das war jetzt, glaube ich, nicht so klug gerade. Ja. Muss wohl irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, einmal hier eine Position gut gemacht. Ich hab genug von dem Kerl, Taktikwechsel. Ja. Ja, da ist noch einer. Nein, die wollen mich jetzt nicht einkassen. Ja, schon. Noch ein BMW. Hier ist nur noch 3, 4. Gegenfahren und lieber die Abkürzung nehmen. Lieber nehmen wir mal schnell die Abkürzung, sonst haben wir da ein Problem. Oh, das war knapp. Oh. Ja, genau, die wollen sich genau einkürzen, ist klar. Das sind die anderen zwei. Bis 10.58 der Bein. Ja, die anderen zwei sind. Die sind hier irgendwo. Achtung, die 43, da kommt noch ein Code 6 zu euch. Okay, bringt den rein. Wo? Okay, das waren die. Okay. Ich hab nichts gesagt, Leute. Das wird nur noch halten. 3 Kilometer noch. Ja. Kommt doch jetzt ein bisschen näher. Komm
schon. Und geschafft. Sehr gut. So, na gut. 151. Neuwagengeruch. Würde ich auch sagen, Neuwagengeruch. Und Stufe 5. Sehr cool. Ja, Nitro. Okay, ich glaube, das ist Nitro, okay. Bei Driften und Gegenverkehr und so kriegt man besseres Nitro jetzt. Sehr gut. Oh, Niki und Mila. Stammen aus einem sehr unterschiedlichen Wetten. Nachdem sie ihre Mutter verloren hatte, verbrachte Niki die meiste Zeit in der Garage, in der ihr Vater arbeitete. Als Mechanikerin für Milas Wohlhaben vermied sie, um nebenan den Verunteil, um schon mal ein luxuriöses Zeit zu genießen. Okay. Ja, gut. Okay. Okay. Schon sehr warm, ich weiß. Oh. Oh. Oh, okay. Was sehe ich denn da? Oh. Ich würde ja auch erstmal paralysiert sein. Los geht's. Dann besiegen wir die zwei. Ab und zu triffst du auf Rivalen, die fortgeschrittener und aggressiver fahren. Besiege den Rivalen bis ins Ziel, um zu gewinnen. Gewinnst du gegen bestimmte Rivalen, Herz und Schlüssel zum Rivalen. Sehr cool. Besiege Niki und Mila. Okay, machen wir doch. Besiegen wir schon, Leute. Ich sehe da kein Problem. Ich glaube, Mila ist die andere gewesen und Niki ist, glaube ich, sie. Das kriegen wir schon hin. Hä? Ich war doch. Hä? Hä? Das war ganz cool. Egal. Ja. Okay. Machen wir es halt nochmal. Hätte er wenigstens zählen können. Ich war dann wieder direkt auf der Straße. Egal. Weg. Ich würde gerne Top 149 sein. Kommt gut an die ran. Hoffentlich reicht das auch. Okay. Ja. Gut, sind noch 5 Kilometer noch knapp. Schauen wir mal, dass wir es schaffen. Ich hoffe es echt, dass wir es schaffen, aber nun gut. Ja, ich würde das irgendwie nehmen. Ich komme auch schon irgendwie ran. Aber die machen echt gut Tempo da vorne. So, 3,8 Kilometer. Dann haben wir es geschafft. Sagen wir sehr gut, ja. Gut. Ja, wir sind schon erster. Kein Eckig. Wir schaffen das schon. Ja. Schon. Sehr gut. 2 Kilometer noch. Und die Cops, okay. Ich geh mal schnell weg. 1,7 Kilometer noch bis zum Ziel, sehr nice.
Das war zu viel. Das war zu viel, Leute. Mist. Aber ein bisschen aufpassen und die Führung halten. So, wir jetzt hinten und dann kommen auch schon die Cops. Ja, 1,7, Refund. Aber diesmal müssen wir aber echt aufpassen. Und ein bisschen früher in die Bremse. Damit wir hier besser in die Kurve kommen. Abkürzung? Nee, lassen wir lieber die Abkürzung. Wir kommen auch so oder so nach vorne. Das ist kein Problem. Ja, ich weiß, dass wir nur 50 stehen müssen. Wir schaffen das ja auch. Ja. Oh. Geschafft. Ja, Mann. Haben's geschafft. Ich bin auch gerade erst gut warm hier. Okay, sehr gut. Okay, den Wagen von Niki bekommen. So Leute, ich würde sagen, ich beende den Part auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächsten Part geht es ja weiter. Und dann gucken wir, was uns dann so erwartet. Und ja, wenn es gefallen hat, könnt ihr gerne dann noch oben geben. Bis zum nächsten Mal von Need for Speed Rerun. Von Soul Edge 100.